TV Berlin, das ist Ihr Hauptstadtsender. Rund um die Uhr informieren wir Sie über das Neueste aus unserer Stadt. Aus den Kiezen, alles Wichtige aus Politik und Wirtschaft, egal wo etwas geschieht, die Metropole ist immer im Fokus des Hauptstadtsenders. Ab sofort senden wir wieder aus Kreuzberg, im Herzen unserer Stadt. Immer und überall. Das muss natürlich gefeiert werden. Das Who's Who unserer Stadt kam dazu in die Prinzessinnenstraße am Moritzplatz, um das neue TV Berlin in Augenschein zu nehmen. Erleben Sie in den folgenden Minuten die feierliche Eröffnung des neuen Hauptstadtsenders. TV Berlin ist überall, so das Motto des Abends. Ansichten ändern sich, seien Sie dabei. Sie kennen mich vielleicht, außer Herrn Wobereit, als jemand, der sich relativ viel auch mit Medienzukunft, mit Fernsehen der Zukunft befasst. Und insofern ist mir ein besonderes Vergnügen, einen Sender hier nicht vorzustellen, aber doch nochmal zu zeigen oder auch darauf hinzuweisen, der zwei Dinge massiv gut miteinander verbindet. Auf der einen Seite die lokale, regionale Variante, die heute sehr notwendig ist, denn wir haben, sei gesagt, auch im Bereich von Zeitungen, von vielen anderen Medien, eine kleine Krise oder auch eine größere Krise. Sehr viel mehr wandert ins Netz. Sehr viel mehr hat aber gleichzeitig auch in einer Verbindung zwischen Web und Fernsehen zu passieren. Und da ist TV Berlin eine wunderbare Kombination, eine wunderbare Drücke. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Auch da nochmal Dank an Guido Wulff und vielen anderen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass gerade in der digitalen Welt sehr vieles seinen Anfang nehmen muss, was massiv weltweit oder jedenfalls national ausstrahlt. Und meine Erfahrung mit TV Berlin, auch einer gewissen Experimentierfreundlichkeit bei aller Verwurzelung im Lokalen, verehrter Herr Jied, die Zahlen müssen natürlich auch stimmen, Frau Jied, aber bei aller Verwurzelung im Lokalen ist hier auch eine Experimentierbühne, um mal was Neues auszuprobieren, was sogar relativ schnell auch sehr erfolgreich sein kann. Das ist für mich das Ideal eines lokalen oder regionalen Senders. Er hat Freiräume, die andere niemals bieten. Er hat nicht immer die ganz massiven redaktionellen Zwänge und kann auf der einen Seite die Verbundenheit zur Heimat, zur Regio, zur Stadt, in dem Fall natürlich Berlin, auf der einen Seite zeigen und auf der anderen Seite aber gerade als Berliner Sender auch ein wenig über die Grenzen hinaus ausstrahlen und bestenfalls Sachen machen, die man woanders noch nicht gemacht hat. Das, finde ich, ist die Stärke, das ist die Größe. Und insofern sei den Jieds oder der Familie Jied, dem Jied-Clan, der Jied-Dynastie, was auch immer, schon mal herzlich gedankt. Und ich quassel jetzt nicht weiter, sondern sage, es ist mir ein besonderes Vergnügen, und auch das meine ich ernst, einen regierenden Bürgermeister ans Pult zu bitten, der vor allem jetzt die offiziellen Worte sprechen wird, der eigentlich ein mindestens so guter Unterhalter, Entertainer, informierender ist, wie er selbstverständlich ein toller regierender Bürgermeister ist. Herr Wobereit, Sie haben das Wort und werden das mit gekannter Eleganz, Eloquenz und dem Witz, der Ihnen auch zu eigen ist, machen. Oder auch nicht, Herr Wobereit. Es ist ein schöner Anlass, heute hier in Kreuzberg zu stehen, positive Nachrichten aus diesem wunderbaren Bezirk Kreuzberg in die Welt zu senden. Der Hauptstadtsender TV Berlin ist umgezogen und hat hier in Kreuzberg, in diesem wunderbaren, spannenden Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain, hier sein Quartier genommen. Herzlichen Glückwunsch und ein herzliches Willkommen der Familie Jied natürlich für das Engagement. Ein ganz großes Dankeschön, weil ohne Ihr Engagement wäre das alles nicht möglich gewesen. Und vor allem herzliches Willkommen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist der vierte Umzug für einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hoffentlich denn auf absehbare Zeit auch der letzte. Es sei denn, dass man so expandiert, dass man natürlich ganz andere Gebäude beziehen muss. Und ich wünsche vor allen Dingen TV Berlin einen großen Erfolg, damit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine Sicherheit einkehrt. Eine Sicherheit für den Arbeitsplatz, für die Arbeitsbedingungen und für guten Journalismus. Und die Mitarbeiter brauchen gute Arbeitsbedingungen. Dadurch kann guter Journalismus entstehen, nicht automatisch. Aber der Anspruch in dieser Medienlandschaft Berlin, die wirklich ein Haifischbecken ist und neben Haifischen auch noch Piranhas sich da auch noch bewegen, zu bestehen, sich neu zu etablieren, sich neu zu erfinden, das ist eine riesige Herausforderung. Und TV Berlin, dem Hauptstadtsender, wie es hier so vorne so schön heißt, wirklich viel, viel Erfolg im Interesse einer vielfältigen Medienlandschaft. We are doing this job with true and deep affection and would like to put our 25 years of experience
and success to good use reaching out first to Berlin, then Germany, then Europe. And finally, we know very well where to invest. Now, my bloat, my husband and colleague will give you an outline of our point of origin in this one-year process and where we stand today. I, however, wish to thank our colleagues, and special thanks to my husband. He has been doing a great job. And, of course, our team for being with us throughout this process, and, of course, our advertisers. My greatest happiness and reward is the positive feedback received each step of the way, the appreciation of modifications suggested by our viewers as reflected on the screen, the positive cooperation with our advertisers and their taste, the returns we received and the projects that have led us to this much success. I'm proud to be a Berliner, and to be manager of TV Berlin is a Berlin classic. And I'm taking pride in all the success that we have achieved and will achieve step by step. Once again, I thank you for being with us tonight, and now I'd like to give the floor to my beloved husband. Thank you very much. Egal ob Sport oder Politik, Stadtentwicklung oder Kind, Kunst oder Szene, Unterhaltung oder Wissen, TV Berlin ist überall. Überall live dabei, überall neugierig, überall zu Hause. Und für gewerbetreibende Unternehmen und Marken selbstverständlich auch überall erfolgreich. TV Berlin ist einzige Medien, der in diesem Stadt auch den Ost und West gleich gesehen wird. Wir sind der Sender, der gesamtes Berlin abdeckt sozusagen. Wir sind Berlin, wir sind TV Berlin. TV Berlin ist Berlin, Berlin ist TV Berlin. Das muss man auch so betonen, weil wenn man die ganze Medienlandschaft in Berlin sieht, das ist immer noch, obwohl denn dieses Jahr 25 Jahre Fall der Mauer ist, immer noch die mediale Teilung in diesem Stadt stattfindet. Aber wir als TV Berlin ist der einzige Sender oder einzige Medium, der diese Stadt gesamt abdeckt. Wir haben ja 51% West-Berliner, 49% Ost-Berliner Zuschauer. Und wir haben auch in einem Jahr, Gott sei Dank, auch hineinbekommen, in den Primetime ca. 140.000 Zuschauer in die Stunde als Gast zu haben. Das ist auch ein großer Erfolg. Und ich hoffe, dass wir nach einem Jahr, wo wir uns wieder zusammenkommen, dass wir in die Stunde 250.000 Zuschauer berichten können. Ich freue mich sehr, dass alle so zahlreich erschienen sind, zahlreich da sind. Herzlich willkommen nochmal und einen schönen Abend in Tschechien. Ja, der regierende Bürgermeister ist sozusagen Ehrengast hier bei der Eröffnung von TV Berlin in der Prinzessinnenstraße. Hallo erstmal Klaus Wowereit. Und wie war der Rundgang hier im neuen Studio in den neuen Redaktionsräumen? Wie gefällt es Ihnen denn? Na, erstmal Glückwunsch zum Umzug. Die neuen Räume geben sicherlich auch einen neuen Schub. Und TV Berlin ist auf Erfolgskurs und das soll auch so sein. Ich habe es gerade gesehen, es ist ein bisschen so Drückfeeling wie beim Hoffest, oder? Ja, ist ein bisschen kleiner hier als beim Hoffest, aber Enge bringt auch Nähe und das ist doch schön. Was wünschen Sie denn dem Neustart von TV Berlin hier am neuen Standort in Kreuzberg? Naja, Medien sind ja kein Selbstzweck. Sie haben eine Aufgabe in unserem pluralistischen System, nämlich eine Berichterstattung zu bringen, eine freie Presse zu haben, Hintergründe aufzudecken, kritisch zu sein, aber natürlich auch schöne Dinge zu berichten, aber vor allen Dingen auch fair zu sein, guten Fachjournalismus zu bringen. Deshalb wünsche ich dem Sender natürlich, dass er auch wirklich die Investitionen so nutzt, dass er in Qualität investiert und dem für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein hochinteressantes Programm macht. Das ist natürlich das Wichtigste. Und über was wird heute Abend gesprochen? Sind ja einige Senatskollegen da. Das Who is Who der Wirtschaft ist hier zu Gast. Ein paar Promis, Udo Walz habe ich ja auch schon gesehen. Worüber wird gesprochen? Wird vielleicht auch ein bisschen was verabredet? Natürlich wird über das Wetter gesprochen, über den wunderbaren Hauptstadtsender. Und das ist schon mal Thema genug. Okay, vielen Dank, Klaus Wobre. Ja,
Ja, und bei mir ist jetzt die Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung, Cornelia Itzer von der CDU. Frau Itzer, die Medienbranche in Berlin, sie war ja oft totgesagt, aber ist sie es? Welche Erfahrungen machen Sie? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Medienlandschaft lebt und entwickelt sich in die Zukunft. Die Digitalwirtschaft spielt ja in Berlin eine Rolle und hier spielen die Medien jetzt entscheidend mit, nicht nur im Printbereich, also bei den Zeitungen, sondern auch die Sender sind dabei. Bewegtbild wird auch künftig eine große Rolle spielen. Also viel Glück für TV Berlin. Jetzt sind Sie keine geborene Berlinerin. Wie wichtig ist denn so ein Regionalsender auch für Sie, um die Stadt dann immer noch mal ein bisschen besser kennenzulernen? Ich halte den Regionalsender wirklich für wichtig, weil Menschen auf dem Bildschirm das sehen, womit sie sich identifizieren. Schnelle Informationen über das, was in den nächsten Tagen ansteht und natürlich auch die Perspektive, dass aus Berlin heraus über die Stadtgrenzen hinaus über die Hauptstadt berichtet wird. Der Regierende hat es eben gesagt, für die Politiker, jetzt spreche ich die Politikerin Cornelia Itzer an, ist es manchmal auch ein bisschen ein Leid mit den Medien. Was wünschen Sie sich denn da von den Medien? Mehr Wohlwollen der Politik gegenüber oder doch schon dieses kritische Hinterfragen von Themen? Nein, die Medien haben die Aufgabe, Transparenz zu schaffen, aufzuklären. Was ich mir wünsche, ist solide Arbeit, gute Recherche des Journalisten und dann muss er seine Meldung machen. Eine letzte Frage, was wünschen Sie TV Berlin? Ich glaube, das darf man dem heutigen Abend mal fragen für die Zukunft. Gut durchstarten am neuen Standort, viele Zuschauer finden und ja, Nachrichten für diese Stadt bringen, die die Menschen ansprechen und für diese Stadt weiter gewinnen, denn wir sind eine wachsende Stadt und TV Berlin sollte nicht zuletzt mit den Wirtschaftsnachrichten dazu beitragen, dass diese Stadt weiter wächst. Ja, liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt die Chefin der BVG, Sigrid Nikutta. Frau Nikutta, was verbinden Sie mit TV Berlin? Ja, ich bin gerne hier. TV Berlin wird ja in Ost- und West-Berlin gleichermaßen geguckt. Und das verbinde ich mit TV Berlin, ein Sender, der in beiden Stadtteilen sehr gerne gesehen wird. Und wir fahren in der ganzen Stadt, von daher haben wir da etwas gemeinsam. Sie sind jetzt auch jemand, der im öffentlichen Leben steht. Also was wünschen Sie sich überhaupt von einem Medium? Also ich wünsche mir eine konstruktiv-kritische Berichterstattung, aber auch eine fundierte. Also nicht nur oberflächlich Schlagzeile produzieren und nach Möglichkeit Skandal, sondern wirklich gut recherchiert auch Hintergründe, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wirklich die Möglichkeit zur eigenen Meinungsbildung haben. Und der Sender.